Moin moin und herzlich willkommen von unserer kleinen Militärinsel hier in Anno 1800. Schön, dass ihr mit eingeschaltet habt. Ihr werdet es gerade schon sehen. Es gibt eine kleine Besonderheit. Und zwar steht sie da. Da. Es gibt eine Facecam und hier ist unser Frachtschiff fertig geworden. Deswegen bin ich nämlich hier auf der Insel. Also kleine Neuerung, beziehungsweise schon relativ große Neuerung. Kraftwerk machen wir mal Pause, dass die nicht das ganze Öl verbrauchen. Große Änderung, jetzt gibt es auch eine Facecam. Ich muss mal gucken, zu welchen Projekten ich die benutze. Ja. Auf jeden Fall bestimmt in einigen, nicht in allen, weil ich zum Beispiel nicht... Nein, bestimmt nicht. Warte mal, ich wollte mal gerade überlegen, wofür ich das Schiff haben wollte. Capitoloni vielleicht. Die wird jetzt nicht in jedem Video oder in jedem Projekt zum Einsatz kommen, aber vielleicht des Öfteren mal. Und ich muss halt gucken, wo das geht. Planet Zoo ist zum Beispiel schwierig, weil ich Planet Zoo nicht mit OBS aufnehme. Von daher müssen wir da mal schauen, wie wir das machen. OBS nehme ich nämlich mit VLive auf und ich weiß nicht, wie ich da die Kamera ordentlich drin platzieren kann. Das ist so das kleine Problem, was da bestehen würde. Aber generell würde ich das schon gerne machen wollen. Und des Öfteren vielleicht auch mal Facecam-Aufnahmen mit integrieren in die ganze Sache. So, schade. Da kommen wir jetzt nicht noch einen rüber. Dann machen wir das mal so. Ich wollte heute ein bisschen anfangen, vielleicht schon mal den Zoo wieder anzugehen hier auf der Insel. So. Dann wäre das verbunden. Und die Häuser hier sollen halt auch noch aufsteigen drumherum. Das können wir eigentlich schon mal machen. So. Hier drüben auch. So, so. Müssen wir auf jeden Fall beachten hier, dass wir da nicht ins Minus rutschen. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr das findet mit Facecam. Würdet ihr es feiern, wenn das tatsächlich öfters mal kommt? Ich könnte es mir zum Beispiel im American Truck Simulator vorstellen, weil ich da zum Beispiel auch nichts schneiden muss. Da muss ich nicht drauf achten. Planet Zoo ist vielleicht auch mal geschnitten oder das Problem wird auch beim Landwirtschaftssimulator sein. Ich weiß nämlich nicht, wie ich das mache. Da müsste ich getrennt aufnehmen. So, wartet mal. Dass wir das nicht auch erstmal bauen können, ist auch doof. Das Problem ist halt einfach, ich müsste die Facecam dann getrennt aufnehmen, weil, wenn ich da was schneide und einen Zeitraffer habe, dann möchte ich ja nicht die Facecam auch... Oh, die Störche. Die Facecam nicht auch im Zeitraffer sehen. Oder ich muss halt immer die Facecam zu dem Zeitpunkt ausblenden. Dann muss ich allerdings vorher schon wissen, wann genau denn ein Zeitraffer kommt. Das weiß man halt nicht immer unbedingt sofort. Ich bin mir nicht so sicher, was ich hier haben möchte. Oh, sorry. Das nehme ich ja jetzt auch alles mit auf. So, zum Beispiel, das finde ich ganz cool. Vielleicht hier so ein... das haben wir gar nicht. Ach man, dann können wir das nicht benutzen. Ja, sehe ich auch gerade hier unten. Dann müssen wir erstmal hier mit den ganz normalen Vorlieb nehmen. Gut, dann ist das halt so. Setzen wir doch die erstmal. Welcher ist das gewesen? War der das? Den. So, und dann könnte man hier halt mit den Gehegen dann anfangen. Nein, so. Das kostet jetzt schon Einfluss. Das ist natürlich blöd. Wir haben noch ein bisschen Einfluss. Aber jetzt nicht allzu viel. Das ist das Dumme. Gespeichert. Dann würde ich es fast so machen, dass wir ein bisschen, müssen wir halt sparen. Wir haben ja viel Einfluss. Mir haben auch Leute geschrieben, ich soll mal mehr mit Items und mit, wie heißt es denn, mit den Handelskammern arbeiten.
Wir spielen aber auf einem einfachen Spielstand, sodass wir da eigentlich auch ohne zurechtkommen und wir dann lieber den Einfluss halt für Schönbau nutzen können. Wenn wir irgendwann mal auf einer schwierigeren Stufe spielen sollten, müsste man sich das natürlich überlegen, ob man das so möchte noch. Oder ob wir das anders machen. Weil wie gesagt, eigentlich finde ich es eine ganz schöne Sache. Und deswegen finde ich es auch schade, dass wir so viel... Na, da wird es besser passen, ne? Deswegen finde ich es halt auch so schade, dass wir recht viel Einfluss nur für Es Schönbau mangelt ausgeben an müssen. Arbeitskraft. Und das nicht irgendwie vom Geld ausgeht. Finde ich sehr schade. Zum Beispiel Es auch, mangelt an ist uns ja eine Arbeitskraft. Zeit lang schon aufgefallen, dass wir echt Probleme hatten mit dem Einfluss. Jetzt haben wir wieder viel, weil wir so viele Einwohner dazu gewonnen haben. Aber eine Zeit lang, wo ich dann... Was war das? Fliegen schon wieder. Ach so, jetzt ist er auf der falschen Seite. Da wollte ich den gar nicht haben. Der sollte ja auf die Seite so. Und den hätte ich gern. Ist Was nicht euer haben Sie Ernst? getan? Ja, da muss der halt so hin. Ja, das geht. So ist besser. Und dann müssen wir halt schauen, dass wir das dazwischen noch füllen. Mit dem Einfluss, wo wir die Kräne zum Beispiel bauen wollten. Die Hafenkräne. Einfach aus optischen Gründen. Ich wollte das ja gar nicht bauen wegen Militärgründen und sowas, um unsere Schiffe zu reparieren, sondern einfach, weil es cool aussah. Wohnhäuser stehen nach der Und das ist halt Epidemie leer. nicht möglich in so großem Stil. Und das finde ich halt sehr Es ist schade. aufregend. Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Passt nicht, ne? Dann müssten wir das so bauen. Dann müssen die hier aber weg. Dann wird er den Pavillon abreißen. Wie rum ist er denn? Dann müsste man den nochmal drehen. Beziehungsweise wir müssten den anderen nehmen. Nee, den müssen wir nehmen. So. Ja, genau so. Ach so, jetzt passt es trotzdem nicht, ne? Ach Mann. So, und dann kommt in die Mitte rein. Übrigens haben wir für den Es mangelt an Musikpavillon auch noch Arbeitskraft. nichts. So, dazwischen können wir natürlich jetzt alles füllen. Wie Mit es scheint, Statuen. brauchen Sie mein Kapital. Oh, er kauft schon wieder die Anteile. Es ist nicht wahr. Ententeich ist natürlich... Könnte man mit einbauen, ja. Müssen wir mal gucken, wie. Und hier in die Mitte würde ich auf jeden Fall gerne... mit Bohnen arbeiten. Und dann können wir hier natürlich... Das können wir schon so machen, finde ich. Beziehungsweise hier außen können ja kleine hin. Kleine Statuen oder sowas. Doch, ist schon richtig rum. Oder so. Und dann haben wir, glaube ich, hier vorne. Sind Sie wirklich Nee, die bereit ist zu zum groß. Totentanz? Ah, Sie schließen sich der Kollege. gerechten Ja, Sache an. natürlich schließe ich mich an. Ihr seht es schon wieder mit dem schönen Bau, ne? Dann machen wir erstmal den hier mit hin. Der guckt jetzt in die falsche Richtung. So, und was machen wir in die Mitte?
So. Und dazwischen schöne Bäume. Ja, das gefällt mir. Müssen wir nur noch Tiere auch finden, die da reinpassen, ne? Und hier hinten würde ich gerne einen Park haben. So. Nee, das war falsch. Mit denen möchte ich das gerne machen. So. Müssen wir nur gucken, wie viele Tiere wir hier denn unterkriegen dann. Oder wie viel wir noch haben. So, irgendwie. Größer würde ich es vielleicht gar nicht machen. Dann würde ich hier nämlich noch einen Park hinbauen. Und zwar, das ist schön. Ihr seht es auch, wir bräuchten auch Einfluss. Wo gibt es die? Hier. Mit diesen Wegen würde ich vielleicht von hier abgehen und von hier abgehen. Es mangelt an Arbeitskraft. So, und dann könnte man hier einen Weg lang machen. So. Dass man dann vielleicht da ankommt. Dann brauchen wir jetzt Kurven. So, den würde ich so füllen, hier auch. Beziehungsweise da würde ich hier den einsetzen wollen. Oder wir machen da hier eine richtige Kreuzung hin und fügen den da so an. Perfekt, oder? Also das gefällt mir. Dann können wir hier sogar noch ein Pavillon anschließen. Und drumherum kommen unsere wundervollen Bäume und Naturpark. Vor allem hier hinten. Schön so. Und hier würde ich sagen, wir nehmen ein paar kleine Bäume. Oder gemischten Laubwald, das finde ich schön. Oh, schön, das gefällt mir. Hier kann man schön auf den Fluss, auf die Stadt gucken. Und den Rest können wir dann so wie eine Parklandschaft irgendwie bebauen, oder? So. Auch hier, guckt es euch an, dieses Kreuz hier. Lol, richtig schön. So, aber wir gucken mal direkt. Hier können wir noch jemanden aufsteigen lassen. Hier. So, euch nicht, warum? Die Schule fehlt. Hatten wir hier keine Schule gebaut? Wo ist denn die nächste? Wo ist die nächste Schule, sag mal? Da erst. Okay, die brauchen auf jeden Fall eine. Dann würde ich sagen, hier in der Mitte von der Stadt. Ja. Und dann sind die zufrieden. Und dann besteht die Möglichkeit, sogar die auch noch aufsteigen zu lassen. Früher oder später. Das sieht dann nämlich schön aus. Das wird eingefasst. Jetzt müssen wir mal gucken. Übrigens hier auch Popschutz, ne? Neu am Start. Deswegen, der ist gerade so ein bisschen vor meiner Karte. Das ist noch nicht so optimal, aber das kriegen wir alles hin. Die Frage ist, wo haben wir denn unsere ganzen Tiere gelagert? Wir können mal unser Schiff nehmen. Ist denn hier noch so viel? Hallo? Ja, doch, hier sind noch einige Tiere, die können wir mal abholen. Tatsächlich und mitnehmen, dann können wir beim nächsten Mal vielleicht
füllen. Wir müssen uns auf jeden Fall noch um die ganzen Sachen kümmern. Müssen, ne? Ich finde es cool. Also wenn wir das mit Items aufforsten würden hier, auch das, dann würde natürlich nicht mehr so eine große Plantage entstehen. Ich finde es ja irgendwie auch cool. Aber man muss halt auch eigentlich sparen, ne? So, guck mal, zum Beispiel Holz ist mal wieder an der Grenze. Hier ist aber voll, aber hier müssen wir mal ausbauen. Es geht aber nicht, weil es uns an Ziegeln fehlt. Da müssen wir... Das geht auch nicht. Dann müssen wir hier einfach nochmal zwei, drei Lagerhäuser hinstellen. Die erheben die... Das ist mir auch neu, dass die Lagerhäuser gar nicht die Kapazität erhöhen. Naja. Weil unser Schiff kann... Wartet mal, wir gucken mal zu den Routen. Unser Schiff kann nämlich 100 Tonnen mitnehmen. Ach, hier wollte ich das draufsetzen, ne? Unser Frachter, den neuen. Für die Linie ist das, genau. Ja, gut, dass wir das jetzt nochmal gesehen haben. Aber dann müssen wir eigentlich mal... Bereit für den Einsatz. Achso, hier, den müssen wir nochmal entladen. Und dann können wir den gleich beladen mit... Das brauchen wir gar nicht. Mit Ziegeln. Ruder übernehmen. Dass wir hier nochmal Lagerhäuser, dass wir mindestens eigentlich 200 Tonnen Holz lagern können, weil das dann die Schiffe so transportieren könnten. Das wäre ganz optimal. Und ansonsten weiß ich nicht. Sieht es eigentlich ziemlich gut aus. Schnaps könnte man nochmal nachliefern, aber ansonsten eigentlich... Ist momentan, ja, doch, da. Pelze, weil nicht genug Fell nachkommt. Aber ansonsten sieht eigentlich alles ziemlich, ziemlich gut aus. Obwohl Taschenuhren auch fehlen. Ich weiß gar nicht, produzieren wir die schon? Zigarren glaube ich noch nicht und diese Sachen hier unten. Es leckt auch extrem. Also man merkt jetzt schon, dass das eine sehr große Stadt ist. Doch, Taschenuhren haben wir. Dann haben wir... Wir den Gold zur Verfügung. Ja, wir könnten noch mal eine Goldschmelze bauen. Perfekt. Und noch mal eine Taschenuhrenmanufaktur. Eine Uhrenwerkstatt. Entschuldigung. Da. Bauen wir hier die Straße noch mal aus. Cool wäre es natürlich, wenn wir hier jetzt bis da noch irgendwelche Fabriken dann hinhauen könnten. Aber insgesamt finde ich das schon alles nicht ganz so schlecht. So, hier steigen wir nochmal auf, bitte. Spielstand gespeichert. Es mangelt an Arbeitskraft. Es mangelt an Arbeitskraft. Hier auch, guck mal. Die können auch noch alle aufsteigen. Da haben wir nämlich einen großen Puffer bei der Arbeitskraft. Und dann können nämlich hier dann auch noch die Kaufleute bzw. die Handwerker aufsteigen, wenn sie den Rum hätten, der schon wieder leer ist. Obwohl, hier können wir ja noch, hier soll ja noch Hafen entstehen. Das müssen wir noch machen. Und dann haben wir es eigentlich auch geschafft. Dann ist dieses Projekt tatsächlich zu Ende, weil hier oben, weiß ich nicht, da brauchen wir jetzt keine Stadt mehr hin. Wahrscheinlich. Wir versorgen die dann noch alle schön, bauen hier natürlich das noch aus. Den Zoo noch, den Hafen noch und dann, wie gesagt, sollte es das auch bald gewesen sein. Mit diesem Projekt zu Anno 1800, dann geht es vielleicht sogar in Transport Fever über. Müssen wir mal gucken, ob das hinkommt ungefähr. Vielleicht nicht ganz. Nehmen wir hier noch ein Krokodil mit. Pferd finde ich besser als Lama, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann hätten wir 6 Stück erstmal. Ist ja auch erstmal gut, das muss erstmal rübergebracht werden. Nach Capitoloni. Okay, dann machen wir das und dann beim nächsten Mal setzen wir dann die Tiere ins Gehege. Alter, dieser Popschuss und das Mikro, ne? Ist ein bisschen im Weg. Das muss ich nochmal beheben.
Aber wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr jetzt gerne eine positive Bewertung da lassen. Mal schreiben, wie ihr den Zoo hier findet oder unseren Park findet. Hier schön grün, man sieht nicht viel von der Stadt aus, aber wenn man dann hier rüber schwebt und hier dann die Tiere drin sind, ist das bestimmt wundervoll. Vor allem auch hinter dem oder vor dem Wasserfall da hinten. Und wenn dann oben unsere Weltausstellung irgendwann mal stehen sollte, die müssen wir übrigens auch noch fertig machen, dann ist das richtig geil. Jetzt sage ich erstmal vielen Dank nochmal, ne, fürs Zuschauen. Vor allem auch schreiben, was ihr von der Facecam haltet, was ich vielleicht verbessern könnte. Ansonsten bin ich jetzt draußen. Bis zum nächsten Mal, euer Cam Zockt. Bye, bye.